Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Napoleon Total War Online Kampagne. Wir spielen wieder mit den Franzosen und den Briten und natürlich Joachim Murat. Ja. Echt General, Alter. Joachim Murat, deutsch-türkischer Name, aber britischer General, wenn ich mich nicht Nein, irre. französischer. Französischer General. Ja. Ja, das ist ja mal voller Niveau. Warum habe ich hier drei verschiedene Armeen? Vielleicht Ach, das auch. ist ein Agent. Vielleicht auch gerade, wo meine Armee ist. Siehst du irgendwo eine Armee von mir? Weiß gar nicht mehr, wo meine Armee ist. Oh, da ist meine Armee. Und Guck mal, bei mir in der Hauptstadt steht ist gerade eine Armee, wie ich sehe, und da ist alles voll. Also da ist kein Platz mehr frei. What the fuck? Okay. ja, meine eine Armee hat auch keinen Platz. Also da sind alle 20 Felder voll, meinte ich jetzt. Ja, ich habe hier mal Oldenburg infiltriert und die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Landwehren, eine füsiläre leichte Infanterie, eine Linieninfanterie, eine Sechsfünder und drei Kavalleristen. Oh, Mehr Nico, ich nicht. glaube, es wäre Ja. besser, wenn ich gleich mit einer Armee rüberschipper zu Amsterdam und das einnehme, Ja, ich kann dir, glaube ich, die Provinz auch zur Not ja, übergeben. sonst greift die mal an, macht die fertig und schenkt mir dann die Ja, okay, Provinz. ich greife sie gleich an, wenn meine Truppen Genau, recharged sind. das ist besser dann. Ah, jetzt erforsche ich gerade Magistrat, okay. Ich hab's. Zwölffünder. Ich baue gerade eine Zwölffünder-Haubitze. Chasseur. Ja, ein paar Chasseur können dann noch hin. Ja, das ist jetzt das Spiel, was wir schon angefangen haben, richtig? Ja. Gut, weil irgendwie kam mir das gerade so vor, als ob wir das noch nie gespielt hätten hier. Schicke ich denn die hier mal hin? Alter, ich will nicht die Rekrutierung von Ja, nach Franzibilis. Straßburg. Ich überlege gerade. Ich sollte erstmal die Infrastruktur ausbauen, ne? Wäre ganz schlau. Für die Wirtschaft. Ach ja, stimmt, ich wollte bei London ja gleich Schotterstraßen bauen. Deswegen habe ich gespart, glaube ich. Müsste ich mir jetzt selbst angucken, aber dann spare ich einfach mal eiskalt drauf. Hier, wenn du willst, könnte ich auch Holland gleich sabotieren. Warte. Wenn du fertig bist. Karkassen. Boah, deine Armee erstmal eiskalt. Wie fett. Du hast da sechs Artillerie, fünf Artillerien drin. Und zwei Generalstäbe. Ach, weil du die gerade zusammengetan hast, okay. Boah, diese Ziele sind blöd. Verzeihung. Dann nehme ich den einen General mal weg. Verzeihung. Ich bin nur krank, deswegen. Voll. Ja, es ist auch. Ich hab nen, warte, was, fünf, wie viel Sterne General? Muss ich gerade, Agent meine ich. Ich hab hier ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sterne General. Biatch. Ich weiß ja nicht, was du da die ganze Zeit machst. Ich rekrutiere gerade Einheiten für meine nächste Armee. Ich wollte auch eigentlich gucken, wie viel Profit ich mache. Wow, ich mache nächste Runde 4000 Profit. What the fuck? Wo ist mein Trockendock? Hier ist mein Trockendock. Oder? Ja, Trockendock. Dampfbetriebenes Trockendock. Mein Monarch. Marinerekrutierung. Ach, da wird schon 122er Linie gebaut. Ich krieg aus von dir, von Frankreich, kriege ich die meisten Rohstoffe. Ja, Und Standard. dann von Österreich. Und danach von Eigentlich. Russland. Und danach von Preußen. Ja, Neuesten von Preußen. Handelsabkommen. Ach ja, du verarschst die ja da die Jetzt ganze habe ich auch Zeit. mit Preußen schon wieder ein Ja. Handelsabkommen. Ich habe Und irgendwie mit 10 Bayern Handelspartner. geht's Boah, nicht. Spanien. Spanien regt mich übel auf. Ich würde gerne mit denen Frieden schließen, aber die mögen mich ja nicht. Die sagen ja nein, Mami. Wir sind viel, wir hassen dich, du Sack.
Vereinigte Niederlande. Ja, das ist doch das, was wir, ist so Holland. Ja, aber ich will mit dem nur noch kurz ein bisschen Geld kriegen. Deine Armee steht kurz davor. Ach, stehst du 2 Meter davor. Ach, ich will noch ein bisschen Geld kriegen. Ich gucke mir gerade mal die Armee an. Der hat da nur, hallo, der hat da 3 Linieninfanteristen drin. Und gar kein General, die könntest du eigentlich jetzt einnehmen, die Stadt. Wo ich auch ziemlich für wäre. Oh, bei. Amsterdam, ja. Da sind 3 Linieninfanteristen drin. Ja, das mache ich gleich, wenn meine 12 Funde angekommen ist. Du hast da aber 4 8-Fünder und zwei, nee, 3 8-Fünder und 2 6-Fünder. Ja, und? Ja, wofür willst du 24 Funder mit reinbringen? 12 Funder meine ich. Artillerieministerium. Du greifst mit so einer Armee mit 19 Einheiten, greifst du Oh, erstmal ich eine muss Armee noch die mit rein. große Batterie Die große Batterie erforschen. des Nationalkuverts. Oh, ich hab kein Geld, Alter. Ich hab kein Geld. Aber es reicht noch für einen Weinkeller. Militärakademie. Ah, hier habe ich ja auch noch eine Marine. Oh. So, Flotte. Oh, Alter. Dann hat die Einheit moderne Gewehre und ich krieg Infanterie mit 2 Litzen und leichte Dragoner mit 2 Litzen. 15. Husaren kann ich dann und Garde-Infanterie, nice. Die Connaught Rangers auch. Die ist, oh ja, Scott Great. Garde-Dragoner. Das ist ja mal nice, das werde ich wohl. Na, wie viele Runden dauert das auch zu erforschen? Muss ich jetzt gucken. Ah. Ich habe einen neuen Agenten. Hab gleich meine nächste Forschung beendet. Ich auch Oxford erforsche ich gerade. So, wo habe ich denn eine Einheit rekrutiert? Ach so, Ärmelkanal. Okay. Regierung der Massen. Oh, ich muss noch Karkassen erforschen. Und große Batterie. Ermöglicht Artilleriesperrfeuer. Okay. Karkassen. Höllisches Brandgeschoss. Taktik von wehrpflichtigen Armeen. Gewerkschaftmetrisches System. Abschaffung der Sklaverei. Was macht der Joe? Ich komme jetzt rübergefahren mit meiner Flotte. Ja, okay, greif aber noch nicht Amsterdam an, weil ich regel das. Na, meine Schiffe wollen jetzt zu Amsterdam, habe ich beschlossen. Will wenigstens noch einmal von Amsterdam Geld kriegen. Ich erkläre jetzt Dingens den Krieg, Amsterdam. Einkommen durch Handelspartner Die sind mit dir 6.731. verbündet? Ja. Ja, super, dann, ja. Noch. Ja, ich breche das Bündnis gleich. Oh, jetzt wurde ich aus dem Land geschmissen. Das finde ich jetzt aber Ich nicht schon. nett. Ui. Ja gut, jetzt habe ich da eine Armee stehen. Oh je. Ich greife dann gleich an. Jo. Ja, meine Armee steht da jetzt auch drin. Weil meine Einheiten sind fast alle wieder aufgefüllt. Vor allem meine Liniengrenadiere. Oh, okay, dann. Ja. Dänemark, Baden-Württemberg, Spanien. Taktischer Rückzug. Taktischer Fortschritt. Arbeiteraufstand in Hannover. Getötete Bevölkerung. Und jetzt baue ich Schotterstraßen. Arbeiteraufstand in der Normandie. Och, die Arbeiter haben es bei dir wohl nicht so toll. Eigentlich schon. Eigentlich schon, deswegen wollen sie auch weglaufen. Wo ist die Normandie? Da ist die Normandie. Nein, Jetzt ich kann mir kein reicht's. Gericht mehr leisten. Moment, wo noch in Hannover? Ja, Hannover interessiert mich eigentlich eher weniger. Verzeihung.
Oh, ich kann Vor mir allem so viele. leichte Dragoner mit einer Litze erforschen und Artillerie mit einer. Oh, leichte Infanterie kann ich erforschen. Nice. Gericht wird gebaut. Ja, ich bin mein ganzes Geld wieder los. Armutsgesetz. Aber ja. Erst mein Bildungszentrum. Dialektik. Wo ist denn die Dialektik? Ja, sicher. Überleg gerade, was ich erforschen soll. Feuern und Vorrücken. Ich habe jetzt noch 1000 und Okay, doch das bringt es. Dann erforsche ich doch lieber erstmal Magistrat. Volkszählung. Angriff. Ergeben sie sich oder was? Nee, aber komm Alter, jetzt der, mal hast du den erstmal Mob fertig. gesehen? Ja, vor allem, der hat nicht mal ein Pferd als General. Ja, ich weiß, aber der Mob war eigentlich nicht da. Ja, super, ich habe bestimmt wieder so richtig hohe Chancen, Alter. Die haben drei Und sonst Linieninfanteristen nur Be und sonst Mob. nur Ja, Mob. ich hab's gesehen. Ich kämpfe ja jetzt als Mob. Alter, guck dir meine Ich sehe Aufstellungszone es. an. Links und rechts. Oh, jetzt kommt meine Hast du dir die Artillerie. Italien-Kampagne mal angeguckt? Na, oh, die ist ganz gut geworden eigentlich, finde ich. Bis auf, dass du irgendwie deine Einheiten immer vor andere Einheiten stellst. Ach so, ja, das mache ich aber immer. Vor allem bei Napoleon ist halt Dass das die sich Problem, selbst umbeschießen, ich weiß. nee, dass die zweiten Reihen nicht Na, weißt schießen du, aber können. die tauschen die Gewehre eigentlich. Teilweise. Also, mir ist das mal vorgekommen, dass die einen die Gewehre getauscht haben, die eine Einheit. Aber ich glaube, das war aber auch eine Elite-Infanterie, also. Wollte gerade Ja, sagen. eigentlich ist das nicht so. Komm mal hier zurück. Archegur. Ah, nice. Moment, das ist aber eine andere Amsterdam-Map. Kann sein, ja, kann sein, ja. Vielleicht, weil du von der anderen Seite angreifst. Dieses Gut, verdammte Wetter, Kenby. Sir. Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen Auch gerade gehört, die verursachen. Nachricht. Ja. Viele Fe Macht mir allerdings nicht so viel, viel viele Sorgen. Fehlzündungen, Mami. Ja, Standard. So, die Artillerie ist aufgestellt. Die hier rückt dann Ich vor. frage mich, wie ich mit denen hier gewinnen soll. Gute Frage, Ja, nächste dachte ich mir auch Frage. gerade. So, meine Chasseur noch. Alter, wie viele meiner Linienfusiliere einfach mal zwei Litzen haben. Ich wette, bevor mein Mob auch nur bei dir ist, ist er tot. Kann sein. Warum ist der Teil des Mobs da nur drin? Lol. Das ist jetzt scheiße. Das war nicht mein Befehl. Ah, die Rebouffre. Chargez le bayonet. Ich habe ein Haus besetzt. Da. Oh, du bist ja Ja. hart. Ein hartes Ding. Wow, die Artillerieballer hat schon. Auf das Haus. Interessant. Die ballert aber irgendwie hauptsächlich in Berg. Interesting.
Bewaffnete Bürger können nichts. Ja, ich weiß. Die können weniger als nichts. Die sehen immer so gut aus, aber die können einfach nichts. Guckt ihr euch mal an, wie gut die aussehen. Die sehen besser aus als Jäger. Und trotzdem sind die schlechter. Und wir stehen uns gegenüber. Oh mein Gott, jetzt kommt der an. Weißt du übrigens, wir müssen ich aktiviere jetzt bei den ganzen Linien hier mal feuern und vorrücken. Wofür? Weiß ich nicht. Hab ich Bock drauf. Ich kann sowas nicht bei meine aktivieren, nicht über den Kuckrad. Ne, selbst die Infanterie kann grad mal, hier, wie heißt das denn? Karree bilden. Hey, du bist Angreifer, da musst du auch schon nach vorne stürmen. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Jungchen. Ja, der Vorteil ist, ich habe jetzt am Anfang der Schlacht noch keinen Mann verloren bis jetzt. Ja, von meiner Artillerie hat nur einen Berg geschossen. So. Los, du musst angreifen. Oh, die schießen im Boden. Oh ja. Du stehst da nur rum. Scheiße, mein Moral geht übel in den Keller. Ja, weil meine Leute jetzt schon angefangen haben, mit Artillerie zu feuern. Das denke ich mal, dass das deswegen ist. Ey, was soll denn wir haben ein Gebäude erobert. Meine haben mit der Salve keinen einzigen Mann von dir erwischt. Toll, ne? Von 114 haben sie genau 4 Mann erwischt. Toll, Alve. Ich bin beeindruckt. Glaub mir, meine Mann machen dich jetzt fertig. Ich meine jetzt fertig. Was erwartest du? Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Ich kriege das denn, dass du meinen General angreifst. Ach so, die Schüsse fliegen da. Ach so, okay. Mein General, guck mal, wo er hat sich hinter so Sandsäcken verbarrikadiert. Siehst du's? Das kann man machen, aber ich glaube nur bei Infanterie. Ja. Wenn du am Verteidigen bist. Alter, sind meine gut. Wie die einfach mal nichts treffen. Die eine Einheit hat noch komplett volle Mannzahl. Also alles perfekt. Also ich meinte von dir. Da sind meine eigentlich inkompetent, was zu treffen? 14 Mann, ganze 14 Mann. 15 Mann. Verdammt, jetzt haben die eine rote Moral. Scheiße. Nee, da muss meine Elite ran.
leicht für dich entschieden. Ja, und jetzt kommen noch meine Lanzen. Ich hasse es, mit solchen Armeen zu spielen. Die sind einfach schlecht, die Gegner. Ja, und gleich ist die Moral da auch gebrochen von meinem. Oh, du kriegst aber... Aber du musst sagen, ich bin sehr, auch wenn ich halt diese Imba-Armee hatte, bin noch, ich relativ... Ja, meine Einheiten, wenn das Linieninfanterie die halbwegs getroffen hätte, dann wäre diese eine ein, wären mindestens 3 Einheiten von dir schon geflohen. Das kann ich dir sagen. Aber trotzdem, ich muss sagen... Scheiße! Du hast das eine Haus kaputt geschossen und da ist die ganze Einheit drin gestorben. Also effektiv bin ich vorgegangen, wenn du dir das so anguckst. Ja. Ich habe einen perfekten Kessel. Trotzdem, ich wette, wenn ich normale Linie gehabt hätte, dann hätte ich eine große Chance gehabt, das zu gewinnen. Von der Anzahl her meine ich jetzt aber. Das stimmt schon. Und du hast gerade 2 Häuser gebombt und da waren meine Linieninfanteristen, meine einzigen Linieninfanteristen drin. Die sind jetzt alle tot. Ja, es ist auch. Leicht. Ich wollte die eine gerade rausholen, aber die wollte wohl nicht. Und bringen die Sandsäcke was? Eine unserer. Nein, und genau die Einheiten, die jetzt. Sind deine Lanzenreiter irgendwie blöd? Die laufen über die Sandsäcke drüber. Wieso? Meine Einheit, aber ist egal, die ist eh nutzlos, die du gerade hast, die hat eh keinen Nutzen mehr für mich, da die keine Munition mehr hatte. Keine Munition, Sir. Kein Käse, Sir. Sir, wir haben keinen Käse. Du dummst. Sir, wir werden alle sterben. Unser Käse ist alle. Bestimmt läuft das bei den Holländern so. So, jetzt verbarrikadiere ich mich. Mit meinen letzten Mob-Einheiten. Mach das. Befehl 227. Ich bin ja jetzt für Befehl 227-Style. Ja, meine Lanzenreiter kommen. Nur, dass meine Lanzenreiter irgendwie keine Lanzen haben. Chargé le Bayonet. On the double. On the double. On the double, sir. Achso, meine Chasseurs sind nice. Vom Rumstehen erschöpft. Hey, meine Dingens kämpft gegen deine Kaff, fällt mir gerade auf und sie töten sogar was. Ja. Natürlich verkacken die. Aber trotzdem. Und jetzt ziehe ich meine Kaff. Ja, und sie fliegen jetzt auch. Unsere Männer fliehen, Sir. Also das nenne ich mal das Verbarrikadierungs... komische Formation. Auf jeden Fall irgendwas mit Verbarrikadierung. Bis Bajonett und Kanon! Ach, jetzt kommst du mit Infanterie? Ja, natürlich. Liniengrenadiere kommen jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, wo ich meine Verteidigung hinstellen soll. Ich hab ja nur, wenn ich jetzt 3 Einheiten hier hätte und so eine Art Kreis gebildet hätte, hätte ich ja große Chance gehabt, dass das funktioniert. Na, no, dann stellt ihr euch mal um. Lol, was machen die denn da? Das ist ja die Salatformation da. Hast du gerade gesehen? Alle gehen in der Mitte, gehen wieder auseinander. Ja. Bis Bajonett und Kanon! Vor allem, das sind Niederländer und die sprechen ein Schuss hat Scheiße. Gesessen. Alter, wie laufen denn manche von mir? Laufen Guck dir mal an, rum. Wie meine Leute Wollen da laufen. Wollen die ins Haus? Lol, meine Einheit schießt nicht.
Ja, das ist jetzt ein General gleich gewesen. Oh, mein Flaggenträger, Charge, mein Flaggenträger ist tot. Meine machen wieder diesen Salat. Mein Flaggen. Ja, was? Ah, jetzt werden sie weniger Moral haben. Los, Jungs, stellt euch auf, ich will so viele Tote wie möglich sehen. Fire! Oh, einer ist tot von dir. Alter, drei. Alter, vier. Junge, vier. Sie haben vier. Fünf. Alter, jetzt haben sie sogar sechs. Sie haben sechs. Junge, sie haben sieben. Sie haben sieben Jungs. Wow, sie haben sieben. Und jetzt charge meine Liniengrenadierskis. In das Haus, meine Genossen. Charge le Bayonet. Das sieht für meine Linie gar nicht mal so gut aus. Ja, ja, ich weiß, die charge für die, die im Haus ist. Ich kann sie gerade. Ja, meine zwei Liniengrenadiere. Oh, die Moral geht runter bei deiner Linie. Die Linie für sie, ja, die sind ja auch nur noch 50 Mann, Junge, was erwartest du? Warum halten meine bewaffneten Bürger gerade so lange dein, Nein, meine bewaffneten Bürger haben keinen General. Nein, nicht die, die... Nein, nein, ja, die der im Haus. General aber die, die da gerade gekämpft haben gegen deine beiden Grenadiere. Die hat voll lange ausgehalten, die Einheit. Wahrscheinlich, weil die durch den General den Moralboost gekriegt hat. Wow, deine Einheit läuft aus dem Haus raus. Ja, ich hab die da rausgeschickt, bevor ich sie verliere. Die hat mir einfach zu viele Nützen. Sonst wäre die schon geflohen. Hör meine schießen. Scheiße, die nächste Einheit. Die Männer fliehen, Sir. Was, meine Genaus, meine sind im Haus gerade einfach ohne Grund geflohen, mein General. Hast du es gesehen? Ohne Grund einfach mal geflohen, eiskalt. Ja. Wie spät ist es denn? Alter. Warte auf Beendigung des Ladevorgangs der anderen Spieler. Ich schenk dir dann gleich die Provinz, da musst du sie nicht einnehmen. Ach so! Die Lappen haben noch nicht aufgegeben, die haben da immer noch Einheit. Junge, lass jetzt mal was anderes machen. Auch wenn es nur kurz war. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten gespielt. Für diese eine Schlacht. Deine Armee ist da in Frankreich drin, wieso? Kannst du es... Holland gehört jetzt mir und ich schenk's dir. Ready for order. Mein Wohlstand ist grandios. Meine Provinz, yay. Ich muss meine Einheiten reinforcen, meinst refillen. Du? Ja, refillen, reinforcen. Gleich. Jetzt hast du da auch noch 1200 mit drin. Jonge. Ja. Na, du hast das aber auch richtig schön da hinterlassen, die Artilleriefabrik. Auflösen. Und so muss ich alles reparieren nächste Runde. Ja. Ich hab's allerdings auch geplündert und dadurch 12.000 Münzen. Ey, ich verliere sogar durch diese Provinz, weil ich kann mir Geld, eine Festung bauen. Glaube ich. Ich auch. Ich kann mir eine Festung bauen, ne? Ich werde eine in Amsterdam bauen. Ich hab 12.000. Also in Holland, wenn ich... Dann kann ich, da habe ich da ein Fest. Ja, das würde ich dir auch raten. Mich kann da erstmal keiner. Dampf. Damit kann mich dann erstmal keiner raushauen.
glaube, baue ich noch ein paar 122er Linien. Schotterstraße. Kann man immer Hast du auch gerade gebrauchen. gebaut? Habe ich in England jetzt auch in London gebaut. Dauert aber noch 10 Runden. Dann hau ich noch. Ja, ich ersetze jetzt meine 8 Fünder Armee durch 12 Um Fünder. wen kümmern wir uns Nee, damit das sind eigentlich sogar nur als 6 nächstes? Fünder. Ich würde Ich würde sagen erstmal, Preußen. Herzog Kleve, da gehört Preußen, ne? Ich wäre vielleicht dafür, dass wir uns erst Oldenburg holen und uns dadurch einen Weg zu Hannover Jedoch. durchkämpfen. Dass wir dann so eine, dass wir so eine Das können wir. Verteidigungslinie haben, verstehst du? Nein, das war. Ja. Da schicke ich dann gleich mal meinen Agenten hin. Ja, ich Ja, habe in dann. Oldenburg schon einen Agenten. Die haben da, Ja, wie siehst du, gesagt, dann sollte nur das nicht so schwer werden, die Milizen. fertig zu machen. Attentat. Nein, das hat Schade. nicht geklappt. Aber die haben nur Landwehr. Landwehr dort. Also Ich ich habe habe in hier meiner keine Hauptstadt ein Garnison, bisschen das mehr ist als so ein leicht Shit. behindert. Ich habe alle Einheiten in meiner Hauptstadt, außer eine Kavallerieeinheit und ein General, haben eine Litze. Voll geil. Aber dafür habe ich hier auch zwei Milizregimenter, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich habe zwei Milizregimenter, aber das interessiert ja auch keinen mehr. Ja. So ein Sägewerk. Korporal der Goldräse. Angreifender General. Selbstbewusster General. Geborener Soldat. Nee, will ich nicht. Nee. Deine eine Armee da mit drei Einheiten, einer Miliz, einer Linienfusiliereinheit und noch was. Und einem General wahrscheinlich. Eine Ja, siehst Linienfusiliere, du. eine Miliz und Michel Ney. Du hast da aber auch schön alles kaputt gemacht in Holland. Ja, Ja, das wird mich aber dafür habe ich richtig aber auch 12.000 viel gekriegt. kosten, das alles aufzuwerten. So, dann ich ersetze gerade alles in einer meiner Ja, ist ja Armee auch an richtig so. Artillerie durch Sind ja gute 12 Funder. Artillerieeinheiten. Weil warum habe ich hier so einen guten General der Volk? Was weiß ich, warum dein General unbenutzt ist. Ach, hier sind schon fast nur 12 Funder. Sieh mal einer an. Ja, also ich kann mir 6 Funder und 6, also 6 Funder berittene Ich kann Artillerie und 6, ach. Fußartillerie. Ich kann inzwischen 6 Fünder mit einer Lit mit zwei Litzen bauen. Oh, ich kann 6 Funder mit einer Litze beritten. Eigentlich voll praktisch. Edinburgh. Ja, nein! Diese behinderten Spanier. Was wollen die? Diese Huren, die haben meine Handelsflotte Oh, blockiert. mir fällt gerade auf, ich habe zwei Universitäten. Ja, das ist wichtig. Du kannst mit einer das eine Ja, erforschen und die mit eine dem. habe ich aber, weil wir jetzt Holland ja haben. Ich habe auch zwei Universitäten mit jeweils zwei Edelmännern. Aber dann bringen wir erstmal unsere Armee da rein. Und rein da. Dann bringen wir mal den Agenten da weg. Ja, ich glaube, er kann infiltrieren. Soll ich mal, warte mal, ich versuche mal die Garnison zu sabotieren. Funktioniert ja vielleicht. Wo in Oldenburg? Ja. Ach, ich bestehe noch zu weit weg. Schade, ich hätte fast einen Attentat ausführen können. Ja, bei mir ist es ja schon ein Agent drinne. Nur dein Agent ist, glaube ich, besser. Ja, der hat 7 Sterne. Ja, wir müssen Jürgen Schwegler töten. Das ist ein Ich hab's Drei-Sterne-General. gesehen. Ich wollte gerade Attentat machen. Militärisches Bündnis. Wer? Oh, Preußen.
Ja, Ja, mache mach ich. das. Dann kommst du, wenn du Glück hast, durch Kleve nach Oldenburg. Ja. Dann sind die mal freundlich zu uns, ja. Spanien. Was wollen die von dir? Die Militärischen behindert, die wollen von mir eine Milit. Karonade, also als Technologie, Karonade, Logistik, Handelsabkommen mit dir brechen und geben mir dafür 1.000 und einen Kriegsbeitritt gegen Schweden, die ich noch nicht mal gesehen habe. Dumm. Aber Holland ist ja jetzt Rebellion. komplett ausgelöscht, ne? In Hannover ist eine Rebellion und in der Normandie. Echt? Scheiße, Alter. Deiner Normandie, oder was? Ja. Ja, da. Alter, guck dir die Normandie-Rebellion Ich an. kann nicht. Ich habe keine Sicht. Ich schick gleich mein eines Schiff zu dir rüber. Weil wie viel, was ist denn da? Scheiß. Scheiß. Oh, Alter, wenn du Du siehst, was ich hier Snow. alles repariere, Junge. Ich habe gerade mein ganzes Geld für, in Holland für Reparaturkosten ausgegeben. Ohne junge Garde. Kannst du bauen? Hab ich schon, die schicke ich hier zu meinem Ach, kannst du schon. Blui-Nikola da wo. Nice. Ich habe in meiner einen Universität vier Edelmänner. Welche Linie ist denn unnütz? Die ist unnütz. Du hast da Boah. eine einzige. Ja, die muss erstmal reinforcen, deine Armee. Die hatte aber, jede Einheit hat ungefähr 2 Mann oder so verloren. Ne? Grenadier Archeval. Chevrolet. Deine, aber dafür guck dir mal deine Einheiten an, wie viele Litzen die alle haben. Jeder außer der Artillerie, die Artillerie und der General haben wenigstens eine Litze. Das ist schon nicht schlecht. Meine Oh, und breiten in Armee. Hannover ist auch eine Rebellion, Alter. Kann ich auch nicht, hab keine Sicht drauf. Das sind fast nur Kavalleristen. Ich meine, das muss mich nicht interessieren, weil ich brauche Hannover nicht, ne? Wäre aber vorteilhaft, wenn du das da vorne hältst, damit wir es als Hauptpunkt gegen Ja, eben. Preußen benutzen können. Ne? Also als Operationskopf, wenn du Ja. so willst. Zumindest meine Garnison hat ein bisschen Am Schaden. besten ist halt, wenn wir als erstes die kleinen Völker vernichten. Möglichst Die Rekrutierung. einfach mal gar keine Verbündeten haben, dann sterben die alle weg. Ey, yo, Digga. Oh, meine Problem Regierungsbeliebtheit. ist, wenn sie jetzt mein Trockendock einnehmen. Das wäre richtig scheiße. Also ich wäre jetzt erstmal dafür, dass wir jetzt unterbrechen und was anderes spielen. Ja, Moment, ich muss nur meine Runde beenden. Wenn du deine Runde beendest, dann... Also wenn du auf Beenden drückst, dann müssen wir noch eine Runde spielen. Ja, also ich speichere dann, Achso, weißt, was ich ja, meine. okay. Hä? Du baust da auch ein großes Opernhaus, ein Gericht, interessant. Du rekrutierst 5-mal Artillerie. Hast du da einen Agenten drin oder woher weißt du Nö, ich das? sehe das alles, weil ich ja das Nachbarland habe. Und wir sind nicht verbündet, oder? Leider nicht. Ja, aber ich habe militärischen Zugang bei dir. Aber ich weiß gar nicht, Nein. wo meine... Ich habe da nämlich überall keinen Agenten, habe aber irgendwie Sicht drauf. Weiß ich auch nicht. Also bestimmte Luftaufklärung. Ja, in dem Zeitalter eine Genau, Luftaufklärung, aber 100 fliegt pro. da so ein Potenz lang? Leute, warum habe ich denn in der Armee Grenadier Archeval? Die sind doch gut, oder nicht? Ja, aber die sollen in meine andere Elite-Armee. Das ist eine Elite-Armee? Das ist meine Armee, die immer gegen Amsterdam kämpft. Die immer gegen Amsterdam gekämpft hat. Ja. Das wird denen fehlen. Ja. Auch wir haben jetzt keine leichten Gegner mehr. Wir kapitulieren. Ja. Grenadier Archeval. Straßburg.
Ja, jetzt musst du erst mal gucken, wie du mit deiner Rebellion dazu gekommen bist. Das ist ja... Ja, das passt schon. Das ist ja... Die in Hannover, die greift mich ja momentan nicht an. Da schicke ich dann Aber da hat sie doch einfach, wenn wir die eine mit Oldenburg fertig sind, gehe ich nach Hannover. Die in der Normandie wird gleich von meiner einen heftigen Armee niedergeplättet, wo 7-mal Chasseur drinne sind. Nice. Und ganz viele Linienfusiliere und eine Ich Miliz. habe viel weniger also Armeeeinheiten als du. Viel Ja, weniger. Also Standard. eigentlich. Also ich gehe mal davon aus, dass ich weniger habe als du. Speichern. Ja. Muss die Artilleriefabrik hier reparieren. Ach, das kotzt mich doch jetzt schon an. Aber da kann ich dann auch alles ausbilden. Okay, ja, wenn es euch gefallen hat. Damit verabschieden wir. Und genau, wenn es euch gefallen hat, guckt das nächste Mal wieder rein. Möchtest du noch was sagen? Okay. Außer, dass ich richtig Bock habe, diese Rebellion Und niederzuschlagen. ich habe gerade richtig Block. Weiß ich auch nicht. Egal. Auf Mountain Ja, Blade. oder so. Okay, dann euch noch einen schönen Tag. Tschüss.